Feuerlaser-Plasma-Kombination schneidet in sein Fort rein und da verliert er die Kanone von Bowser. Das fällt nicht doch jetzt. Warum? Was ist passiert? Ich habe nicht hingeguckt. Schau mal, Gegner mit New kommt durch und sie schlängelt sich durch die Sandsäcke durch. Der Kern ist Geschichte, als eine Batterie explodiert. Und damit herzlich willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen in der deutschen Fortszene, jetzt auch in-game zu einem weiteren Rank 1v1 von auf der linken Seite, dem goldigen Goldspammer Steffen. Mit Geizer als heute hier am Start und gespielt gegen den anderen Falls-YouTuber, das Gürteltier, Blood Parasite aka Armadillo auf der rechten Seite mit Feuervogel, es wird infernal heute. Liebe Leute, was soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt. Steffen hier mit 3 Minen und hat direkt Storages platziert. Ah, ich glaube, es war die Reihenfolge war Tech, Mine, Storages. Interesting. Weiß nicht, ob ihm das gecoacht wurde oder nicht. Bin ich mal sehr gespannt auf der rechten Seite. Ne? Für euch die ersten 3 Minuten im Splitscreen, nicht wundern. Direkt 5 Minen vom Parasiten. Das hier ist übrigens Ledge Grab, ne? Aber ich glaube, das hat jetzt jeder Fortspieler, der das Spiel schon ein bisschen länger verfolgt oder auch spielt, erkannt. Ja, anhand der 2 Cores, das ist die Besonderheit auf dieser Map. Und 2 Cores geben euch sehr viel Metall und Energieproduktion. Metall actually nicht, aber sehr viel Energieproduktion. Ja, ja. Von daher, baut auf dieser Map keine Windturbinen. Erst wenn ihr Waffen habt, dann könnt ihr irgendwann sagen, jo, okay, jetzt könnte ich mal eine Windturbine platzieren. Aber davor, nee, don't do it. Don't do it. Auf der linken Seite, Steffen, mit der T2-Technologie und den Forlongs, actually. Na, diese Strategie habe ich jetzt auch schon beim Parasiten gesehen und man zieht das hier da rein, glaube ich. Also, ihr seht meine Maus jetzt wieder nicht, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, um die Forlongs zu installieren. Ja, das werde ich mir nochmal genauer angucken, denn das würde ich auch gerne beherrschen, but I don't. Beide Spieler gehen hier tatsächlich witzigerweise für einen EMP-Launcher auf der rechten Seite. Da ist aber noch keine T2-Technologie vorhanden. Auf der linken Seite schon. Munitionsfabrik von Steffen zur Hälfte durchgelaufen. Extra Storages. Der will hier also auch einen Howie sehen. Und hat sich auch noch einen Sniper oben drauf geholt. Holt jetzt den EMP-Launcher raus und disabled den ersten Core. Das ist eine Menge Energie, die das Gürteltier da jetzt verliert. Oh, schöner Snipe. Steffen nimmt hier den EMP-Launcher mal eben easy locker mit dem Sniper raus und schickt beste Grüße seinen EMP-Launcher wieder zurück. Disable den von Parasite. Der denkt sich, nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Währenddessen holt sich der Parasit die Fabrik. Na, T2-Technologie, mit der er hier Laser bauen möchte. Interesting, interesting. Und jetzt disabled Steffen die Waffenkammer. Nicht schlecht. Guter Schuss von Steffen. Jokes aside. Noch 30 Sekunden seid ihr im Splitscreen. Steffen bereitet hier den ersten Spot für den Howie oder die Kanone vor. Aber most likely den Howie. T2 ist gleich durchgelaufen. Verkauft jetzt auch den EMP. Ja, hat noch einmal den Core von Parasite disabled und 2 Minen. Und da kommt die Kanone. Okay, never mind. Es kommt zuerst die Kanone und dann der Howie. Sehr interesting. Jetzt werden die Gunner wieder verkauft, weil er realisiert, oh, das Gürteltier, das hat irgendwie, der hat nicht, der will hier den EMP-Launcher gar nicht mehr haben. Willkommen in der Gesamtansicht, by the way. Und jetzt sehe ich auch, warum da kein Howie platziert wurde, weil das Metalllager gefehlt hat. Oh no, Mr. Bieter. Das Metalllager einfach nicht vorhanden. Ja, jetzt hat er das Metalllager dementsprechend auch die Kapazität, um Howie zu platzieren. Ne? Man braucht für den Howie insgesamt 2 Metalllager und 3 Batterien. Man startet auf den meisten Maps ja mit einer Batterie und einem Metalllager. Das heißt, man muss noch 2 Batterien und ein Metalllager nach Adam Riese platzieren, um sich einen Howie zu gönnen. Ne? Beim Plasmalaser ist es eine Batterie und ein Metalllager zusätzlich noch, wenn man schon welche hat. Ansonsten 2 Metalllager, 2 Batterien. Und da kommt der Howie für Steffen auf der rechten Seite. Das Gürteltier hat ja nichts. Das hat gar nichts auf der rechten Seite platziert. Ja, wir sehen auch keine Waffen. Hier oben kommt vielleicht mal was rein. Ich weiß es nicht. Ah, da ist der Plasma-Laser. Interesting. Okay. Also, Plasma-Laser ist jetzt am Start beim Gürteltier. Und auf der linken Seite bei Steffen. Ja, schon eine Kanone und Aui. Ja, wird nur unangenehm werden. Und hier macht Steffen actually einen kleinen Fehler in seiner Bauweise. Nur, Verzeihung. Diese Streben hier, die so kurz sind, die halten nicht viel aus. Dementsprechend, wenn hier oben was reinklatscht und reißt, dann hält diese Strebe hier most likely gar nichts mehr. Und das Ganze reißt ab. Ne? Also da müsst ihr vorsichtig mit sein. Ich würde hier am Anfang immer große Boxen platzieren und danach vielleicht eine kleine Schicht, kleinen Wood Spam. Das gibt sonst nachher Stability-Probleme. Ja, mir ist das schon mal passiert, gegen das Gürteltier auch, wo dieser ganze Lachs einfach abgerissen ist, weil ich hier kleine Streben gemacht habe und diese Streben einfach nicht gehalten haben. So.
Kanone. Fertiggestellt. Erster Schuss von Steffen. Schön gemacht. Ein bisschen Splash Damage mitgegeben. Mina hat auch noch ein bisschen Schaden bekommen. Ihr seht den Radius hier. Ah, die Mina hat actually keinen Schaden bekommen. Das ist ja frech. Ah, doch, da hat es kurz geraucht. Also ich glaube, sie hat actually, aber nicht viel. Naja, anyway. Na, schöner Schuss. Worauf hätte er sonst zielen können? Na, nicht wirklich auf irgendwas. Auf der rechten Seite kommt die Werkstatt. Okay. Vielleicht sehen wir noch ein paar Mörser in diesem Game, ne? Immerhin spielt das Gürteltier auf der rechten Seite den Feuervogel. Nächster Kanonenschuss, wieder auf den gleichen Spot. Ne? Will sich hier durchfressen und mal kurz gucken mit dem Sniper, was ist denn da drin? Hat hier auch ein paar Gunner platziert, um sich dann noch zu verteidigen, der liebe Steffen, falls da irgendwie irgendwas geflogen kommt, was abgeschossen werden muss. Hat er hier Gunner am Start, das ist ziemlich gut. Auf der linken Seite, na Howie, na? Upgrade Center kommt auch noch hinterher. Feuerlaser mittlerweile fertiggestellt, aber der Plasmalaser, der braucht noch ein bisschen. Der ist hier noch nicht fertig. Steffen verliert seinen Sniper, den er umgeplaced hatte von hier unten nach da oben. Jetzt ziehen jetzt da oben drauf. Kanonenschuss, schön gemacht von Steffen. Wieder auf den gleichen Spot, hier auf den Feuerlaser. Und das Ganze wird noch nicht repariert. Erstmal folgt der Howie, der hier versucht wird, mit dem Plasmalaser abzuwehren. Aber das Ganze gelingt nicht. Der Plasmalaser ist mehr oder weniger offen. Nein, ist nicht offen. Da sitzt noch eine Tür. Und da oben kommen jetzt Mörser. Aber das Gürteltier muss jetzt hier schnell sein, um zwei Türen einzuziehen. Sonst sind die Waffen da gleich weg. Ne? Kanone ist jetzt nachgeladen. Steffen ist schnell, aber er verfehlt. Er aimt wieder auf den Feuerlaser und nicht auf den Plasmalaser. Da wäre noch nur eine Tür gewesen. Schade. Aber Howie ist jetzt nachgeladen. Und der könnte jetzt, wenn er hier oben reinkracht, vielleicht sogar das Ganze fort von der Wand lösen. Sind wir mal gespannt. Howie-Schuss von Steffen. Ah, oh, schade. Nimmt zwar zum Glück die Feuermörser raus. Die wären auch unangenehm geworden. Schöner Plasma-Laser. Und gleichzeitig wird der Feuerlaser irgendwie gesniped. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Anscheinend scheint die Tür kaputt gegangen zu sein. Und jetzt, Steffen, bitte do it. Hol die Cannon und nimm den Plasma-Laser, der ja schon verkauft wird, aber nicht mehr rechtzeitig vom Gürteltier. Und damit ist das Gürteltier jetzt waffenlos. Blood Parasite oder aka Armadillo. Mittlerweile kursieren hier wirklich zu viele Namen. Bin ich early. Hat jetzt keine Waffen mehr, Steffen, auf der linken Seite dagegen, den Howie und eine Kanone. Double Sniper Setup ist auch am Stissel. Mensch, der Junge hat ja von den Besten gelernt, könnte man sagen. Howie Schuss oben rein, aber da ist nur Background Bracing und ja, Background Bracing stoppt Howies. Ah, Sniper, wollte ja auch noch verkauft werden, aber das lässt Steffen nicht zu. Der gönnt sich die Ressourcen. 100 Metall weniger für das Gürteltier, beziehungsweise 50, ne, wenn er es verkauft hätte. Ohne Pinchfist hätte er ja nur 50 Metall zurückgekriegt. Diese Strebe jetzt hier gut belastet. Na, ich glaube, das Gürteltier hat in diesem Game die Stability Tech ein bisschen vergessen. Na, hat er, glaube ich, nicht gemacht. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ich war mit der Kamera am Anfang, das habt ihr ja nicht gesehen, auf Steffen Space, weil ich da die Vorlongs zuerst gesehen habe. Ja. Und jetzt baut der Junge auch noch Portale auf der rechten Seite. Yikes. Yikes, yikes, yikes. Sind das Gunner? Ja, das sind Gunner. Und das weiß Steffen jetzt natürlich. Naja, also er wird sich wahrscheinlich jetzt auf das Fort an sich konzentrieren. Vielleicht, ich weiß nicht, was. Er hat Minen geupgradet, okay. Holt sich noch eine Windturbine, ist auch fein. Muss jetzt hier ein bisschen Metal storen anscheinend. Aber ich will mir eine Werkstatt holen. Kreisigen, büß, büß, büß. Rein da. Howie-Schuss von Steffen. Gut gemacht. Ne, hier schön rein und jetzt mit dem Kanonenschuss hinterher. Kanonenschuss. Kanonenschuss hinterher, Steffen. Wo ist der Kanonenstift? Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er nicht genug Energie hat. Gunner mit der aktiven Fähigkeit. Und damit zündet Parasite das gesamte Fort von Steffen an. Der kriegt das gar nicht so richtig mit. Der fragt sich so, warum brenne ich? What the hell is happening? Und jetzt weiß er spätestens, dass der Gegner hier Feuervogel spielt. Und dann denkt er sich wahrscheinlich schon, ach du Scheiße, das ist wahrscheinlich das Gürteltier. Und da kommt jetzt eine Wand von Feuermörsern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Feuermörser vom Gürteltier. Und da kommt bestimmt noch ein Neunter. Die werden jetzt erstmal gruppiert. Howie-Schuss von Steffen versucht sich hier bis zum Chor durchzufräsen. Kanonschuss hinterher. Nicht schlecht, dass diese Strebe nicht reißt. Ist auch nur dessen geschuldet, dass sie mittlerweile in Metall umgewandelt wurde. Aber das war ganz kritisch. Wären diese beiden Streben nicht in Metall umgewandelt worden, dann wäre das Gürteltier hier gestorben. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber so überlebt es nochmal eine weitere Waffen-Rotation. Aktive Fähigkeit wird wieder aktiviert von Gürteltier auf der linken Seite. Zwei Gunner nehmen wieder die ganzen Gunner raus. Denn wenn Gunner einmal mit Feuer in Kontakt kommen, dann verbrennen sie einfach gnadenlos. Und da kommen die ersten Feuermörser-Salven noch mit aktiver Fähigkeit. Also dem extra Brandschaden und der sowieso passiven Fähigkeit, womit sich das Feuer richtig schön spreadet. Und das sind jetzt 8 Feuermörser, die hier auf das Fort von Steffen einhageln und alles in Brand setzen. Und Steffen
kann sich nicht wirklich wehren. Der verliert hier eine Menge Metall, eine Menge Holz und alles andere sowieso. Sniper, Windturbine, alles fällt dem Feuer zum Opfer. Er kriegt noch einen Haui-Schuss raus. Aber das ganze Fort steht in Flammen. Der Chor kriegt sogar hier ein bisschen Schaden. Aktive Fähigkeit von Pinch wird nochmal aktiviert für die Kanone. Aber die kann hier auch nicht mehr wirklich viel machen. Da kommen die nächsten Mörder-Salven. Gunner sind wieder am Start. Aber die schaffen es auch nicht wirklich, hier was auszuschalten. Und damit ist der erste Chor von Steffen Geschichte. Er kann noch weiterspielen. Er hat noch einen Chor am Start und die Verbindung nach oben hält auch noch. Aber da hätte eine Reparaturstation kommen müssen. Aber auch die wäre nicht schnell genug gewesen. Und jetzt reißt der Howie und die Kanone ein. Die 8 Feuermörser einfach zu suppressing für Steffen. Der kann sich hier nicht wehren. Die Tags werden auch noch abgefackelt. Und den Parasiten geht es relativ gut, muss man sagen. Der hat hier eine gute Verteidigung und jetzt eine aggressive Offensive. Steffen schafft es nicht mal mehr, Gunner zu platzieren bei diesem Feuerhagel. Da oben versucht er es noch einmal, aber die werden gleich wieder dem Feuer zum Opfer fallen, wie schon viele ihrer Kollegen zuvor. Und ja, Sandsäcke sind the way to go. Er versucht es, aber dadurch, dass du die ganze Zeit das Feuer löschen musst und dann auch automatisch reparierst, kannst du halt keine Sandsäcke platzieren. Und so wie der Parasit hier seine Mörser schießt, immer schön nach und nach, steht einfach das ganze Fort konstant in Flammen. Ein Gunner ist hier der Hero, der schafft es jetzt ein paar Salven auszuschalten und gibt Steffen ein bisschen Luft zu atmen, aber er hat einen Chor weniger und da kommen die nächsten 8 Feuermörser-Schüsse und ein Gunner ist wieder Geschichte, vielleicht sogar noch ein zweiter durch den Spread des Feuers mit der passiven Fähigkeit. Oh, das ist aber auch wirklich einfach unangenehm. Oh, Steffen, hier so leid zu sehen. Bruder, ich fühle so unfassbar mit dir, was soll ich sagen? Ein unfassbar unangenehmes Game. Da macht der Parasit einfach das Comeback mit den Feuermörsern, wie illegal. Ja, mittlerweile Steffen mit der mehr oder weniger funktionierende Defense, aber da kommt wieder ein Feuermörser durch und er versucht es hier, er hat 3 super Minen und ein bisschen Energie, er wird hier, also ich sag mal so, klar, er kann es jetzt vielleicht, er kann einen Status Quo erreichen, ja, dass er die Feuermörser konstant abwehren kann, aber es kommt ja immer mal wieder einer durch, wie man sieht, und jetzt kommt auch noch Gunner Hagel, da sind zwar nur 2 Stück, aber die schalten hier trotzdem ein paar Gunner aus und machen es Steffen hier unmöglich, sich zu verteidigen. Gleichzeitig baut der Parasit die Fabrik wieder auf, die er anscheinend zwischenzeitlich gesellt hatte für die Ressourcen. Ah, das kann natürlich gut sein. Und wenn er dann Plasmalaser am Start hat, spätestens dann ist hier Ende im Gelände für Steffen. Ja, und da kommt die aktive Fähigkeit, weitere Feuermörder-Salven. Das ganze Fort von Steffen steht lichterloh in Flammen, der Tannenbaum brennt, liebe Leute. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Es ist auf jeden Fall irgendein Zitat aus einem Lied, glaube ich, Rammstein oder so. I don't know. Oder Tote Hosen. Na, ich bin lost hier, ne? Aber ich glaube, das kommt irgendwoher. Der Tannenbaum brennt. Na, bin ich mal gespannt, ob das jemand in den Kommentaren weiß. Ja, Steffen verliert hier die Verbindung zu seinen Minen und das Feuer. Feuermörser-Salven, es sind einfach weiterhin unfassbar belastend. Es ist nur noch ein Gunner am Start, der hat hier nicht den richtigen Winkel. Da verbrennt noch ein weiterer letzter Gunner. Hier kommt noch ein neuer hinzu, aber der wird auch gleich wieder zerstört werden. Und die Verbindung zu den Minen, ja, was soll ich sagen? Die darf Steffen hier einfach nicht haben. Na, da kommen noch 2 weitere Windturbinen, damit die Feuermörser konstant gefeuert werden können. Laserfabrik ist jetzt durchgelaufen und damit könnte das Parasitentier, jawohl, ne? 4. Name. Plasma und Feuerlaser ins Spiel bringen, um hier reinzuschneiden. Aber Steffen denkt sich, nope. GG an das Gürteltier. Hat er gut gemacht und opfert sich hier für den Sieg des Gürteltiers. Liebe Leute, das war ein weiterer Rankcast von Steffen gegen Armordillo. Schaut auf jeden Fall bei beiden auf YouTube vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch ein paar schöne Restferientage, ne? Je nachdem, wann dieses Video hier kommt. Und ja, viel Spaß im Ranked. Haut rein!